Hallo liebe Camperfreaks, wir sind mal wieder da für euch heute an der Messe Frankfurt auf dem Messegelände und wollen euch heute mal mitnehmen zum Unboxing von dem Super 73, was nagelneu heute gekommen ist. Genau. Keine Angst, wir werden das im Schnelldurchlauf machen, damit ihr euch nicht langweilt. Perry wird das gute Stück auspacken, sodass ihr einfach mal seht, wie schön die Bikes sind. Und ja, alles weitere vielleicht später, oder? Genau, richtig. Nach dem Zeitraffer. Hey now. Take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Blue sky. So, da huscht er wieder ins Bild. Ja, so, Camperfreaks. Das ZX in der Farbe Moonrock haben wir jetzt aufgebaut. Das Licht haben wir weggelassen, brauche ich nicht. Erstmal. Und vorne. Blitzschutz auch. Genau, vorne. Sieht schöner aus irgendwie, ne? Ja, finde so jetzt so naked ein bisschen den Reifen schöner. Und bin jetzt eine Runde gefahren. Akku schon drin, den muss ich aber noch aufladen. Der ist nicht auf 100%, sondern eher so auf 10-20%. Ja, macht einen super guten Eindruck, das ZX. Wenn du fährst, wenn du nur ein bisschen in die Pedale trittst, hat er noch so einen Rückschub noch. Und man muss gar nicht so viel treten und dann geht das Ding ab wie Schmidts Katze. Ja, und was vielleicht noch zu sagen ist, du bist 1,93 groß. Genau. Das Bike sieht ja jetzt erstmal gar nicht so groß aus, ja. Aber er ist mit 1,93 noch super drauf. Genau. Also sieht jetzt auch nicht aus, als hätte er einen Tretroller unter sich. Ja. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen, für die größeren Männer oder Frauen auch, ja. Ist das tatsächlich noch ein sehr gutes Bike und super, super zu fahren. Ja, also ich mache eine Runde, oder? Ja, es macht irre viel Spaß. Wie gesagt, hier haben wir auch die Technik verbaut, hier vorne, wo man die Stufen einstellen kann. 4 Stufen hat es, wird auch über eine App gesteuert, kann man auch. Geht aber auch ohne, habe ich jetzt festgestellt. Mhm. Hier haben wir eine Klingel, hier natürlich die Gänge. Also die ganzen Spezifikationen, die könnt ihr euch dann gerne in der Infobox bzw. auf unserer Camperfreak-Seite bei den Camper Gadgets gerne mal anschauen, was das gute Stück alles kann. Was vielleicht noch zu sagen ist, ist, dass wir die Pedale noch mal extra haben. Das ist genauso wie wenn ihr das die Episode 4 gesehen habt, wo wir von Bikeholder mein S2 haben einbauen lassen. Da habe ich ja auch diese abnehmbaren Pedalen aus Platzgründen, damit die Bikes eben gut nebeneinander gehen. Die hat natürlich das Rad jetzt auch. Das heißt, man kann die einfach abklemmen und man hat automatisch mehr Platz in der Garage gewonnen. Die haben wir hier also auch installiert. Ja, genau. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, es macht einfach irre viel Spaß. Es ist ein tolles Bike. Ich bin 1,93 groß. Ich passe hier super gut drauf. Ich komme mir nicht vor wie irgendwie so auf so einem Kinderrad. Ach, auf oder dem so. Schleifstein? Auf dem Schleifstein, genau. ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal eine Runde und zeige euch mal, wie viel Spaß das machen kann. Genau. Den sehen wir so schnell nicht wieder. Bin ja mal gespannt, ob ich heute auch noch fahren darf. So Leute, es macht mega Spaß. Also das Ding fährt wie eine 1. Und vor allem man hat noch Rückschub. Von daher, ja, genau, ihr seht, und jetzt fahre ich weg und wieder zurück. Also wie gesagt, macht mega Spaß. Wiegt auch gut, er hat auch seine Kilos, 30 Kilogramm wiegt das gute Stück, aber ein wertiges Bike sollte auch ein bisschen was wiegen. Wenn ihr gerade rumrollt, dann müsst ihr zur Konkurrenz, aber dann sehen die Bikes ja nicht so schön aus wie das hier. Also ich kann euch nur sagen, es macht mega viel Spaß und ja,
Man hat richtig, richtig Schub. So, willst du auch mal, Schatz? Ja, natürlich. So, jetzt fahre ich auch mal. Wow. Ja, das ist wirklich cool. Sehr cooles Fahrgefühl. Bisschen anders sogar als bei meinem S2. Da habe ich sogar das Gefühl, es ist ein bisschen schwerfälliger, aber das täuscht vielleicht auch. Ja, sehr cool. Sehr gut zu fahren. Voll bequem auch. Also man fährt wirklich drauf wie auf so einem Moped fast, ja. Macht echt Spaß. So, müde sind wir in der Zwischenzeit, aber Perry kommt nochmal gut gelaunt wieder ins Bild. Genau. Nach unserem Testride. Richtig. Ja, warum haben wir das eigentlich hier stehen? Warum wollen wir euch das Modell, du weißt es besser, SX, ZX? Nee, das ist das Modell Super Series ZX in der Farbe Moonrock. Ja, wir haben es für euch da draußen gekauft. Das ist ein Testbike, heißt also, wenn ihr uns seht auf Events, auf Veranstaltungen, Messen, Campingplätze etc., wenn wir uns da aufstellen mit unserer Flagge, dann werdet ihr uns schon von Weitem sehen, dass wir da stehen, weil wir die Marke einfach so super cool finden. Nicht nur von dem Optischen her, das Geschmäcker sind verschieden, ja. Verständlich. Der eine findet es cool, der andere nicht. Aber es geht hier nicht nur um die Optik, sondern es geht hier auch darum, um das Fahrgefühl. Und das ist wichtig. Da müsst ihr selber eure eigenen Erfahrungen machen, es sich anzuschauen und sagen, okay, der ist 1,93, sie ist 1,74. Okay, ich bin aber 1,60. Passt das immer noch für mich? Dann könnt ihr das gerne hier selber einfach mal erleben, ob das euer Bike ist oder nicht. Ich gehe stark davon aus, dass mindestens 80% dieses Bike super mega finden, nach dem ersten Testride. Genau, und wo wir das machen werden, wo wir sind, wo auf welchen Events wir teilnehmen, teilen wir euch natürlich mit auf Instagram. Genau, frühzeitig. In den nächsten Wochen sind ein paar, da werden wir euch frühzeitig Bescheid geben, sodass ihr selber entscheiden könnt, ob sich das lohnt, da auch mal vor Ort zu sein. Denn es gibt ja nicht viele, die das zur Verfügung stellen. Insofern würden wir uns freuen, wenn wir euch dabei kennenlernen. Genau, und vergesst nicht, liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.